Ich spreche mit Meine euch. Frau sagt, dass Icke versucht hat. Ja. Seine Frau ist hässlich, ja, wir haben es verstanden. Nehmt den Die Kleiner mein Angebot Leute an. hier haben echt ihre Ihr seid Probleme. ja alles Weiber. Hey, wie würde es euch gefallen, euch an einem guten Wild zu laben und guten Wein zu trinken, wenn ihr es wagt? Ich halte den Schlüssel zu legendärem Reichtum in der Hand. Hört mir zu, der Rest dieser Brüder hier wird eines Tages an eurem Mantelsaum zupfen, um ein paar Kupfermünzen zu ergattern. Ja, erzählt mir mehr, guter Mann. Ja, dann soll er mal rausrücken hier. Ah, in euch steckt die Seele eines Abenteurers. Ich habe Zweifel. Ihr habt zweifellos vom Labyrinth in Durlaks Turm gehört, oder? Und dass es so oft geplündert wurde, dass die fetten Edelmänner dort zum Picknick hingehen. Nun gut, der Turm wurde geplündert, aber darunter gibt es noch unerforschte Verliese. Ich habe einen Stein, einen Schlüsselstein, mit dem man sich Eintritt verschaffen kann. Es soll euch gehören, wenn ihr nur meine Rechnung hier begleicht, damit ich fort kann mit intakten Gliedmaßen. Wie hoch ist die Rechnung denn? Es ist nur eine kleine Summe. Es ist mir peinlich, dass ich es nicht selbst zahlen kann. 900 Goldmünzen und ich bin den Ärger los. Was sagt ihr, Kollegen? 900 Goldmünzen. Ach du Heilige. Woher wissen wir denn, dass er uns nicht abzieht hier? Beziehungsweise, dass wir diesen Schlüssel wirklich benutzen können? Das ist wohl kaum ein kleiner Betrag. Das werde ich nicht zahlen. Wo bekommt jemand wie ihr sowas her? Wie viele andere Dinge gehörte auch er früher einem anderen. Nun habe ich ihn. Was dazwischen passiert ist, geht euch nichts an. Wollt ihr nun sein nächster Besitzer sein oder nicht? Ah. Moment, kann ich mir das nicht leisten? Vielleicht ein andermal. Pah, alles Feiglinge. Trotzdem, ich werde hier sein, wenn ihr eure Meinung erwidert. Ich muss mal sehen. Galkens Waren. Tja. Hört sich schon interessant an. Ich meine, wir hätten genug Geld, aber 900, das ist nicht gerade wenig. Baldurans letzte Reise, der Turm, Kagans Auftrag. Und so weiter. Die Geschichte vom Hauptmann. Ah ja, genau. Das hatten wir ja auch noch. Ich spreche mit euch, wenn ihr wollt. Na gut. Eure Dienerin steht zu euren Ich Diensten. Da müssen wir mal sehen. So gut wie erledigt. Hier ist bestimmt der Wirt. Wie wär's mit einem Whisky? Für gutes Geld kann ich euch mit allem ausrüsten, was man als Abenteurer so braucht. So. Können wir dem ein paar Sachen anbieten? Ja, die Panzer hier, die kauft er nicht. Die Skalpe auch nicht. Wurfpfeile hier soweit nichts. Da auch nichts. Na, achso. Wo ist denn unser... Moment. Wo ist sie denn? Hä? Jetzt geht's mich was an, Achso. richtig? Die hängt irgendwo hier noch rum. Ganz vergessen. Jetzt geht's mich Okay. was an, richtig? Sehen wir noch mal hier nach. Und zwar Schriftrollenbehälter. Aber sowas. Ja. Kann ich eigentlich Behälter öffnen, das geht. Ja, okay, das wollte ich jetzt wissen. Behälter schließen. Die kauft ihr uns nicht ab. Edelsteine. Edelsteine würde er uns wohl abkaufen. Koralle. Diamant, ja. Also wir können hier schon ganz gutes Geld machen. Ah ja. Ich weiß eben echt nicht, was ich mit diesen ganzen Büchern machen soll. Und ihm hier sollten wir vielleicht mal ein paar Waffen kaufen. Streitaxt. Streitkolben. Langbogen, Kurzbogen. Moment. Bevor wir das machen, will ich nochmal hier nachsehen. Axt plus plus, Morgenstern plus Armbrust. Armbrust habe ich ihm ja schon gegeben. So. Und zwar Streitaxt, Wurfballkeule, Morgenstern, Pfeile, Kriegshammer. Ich glaube, eine Streitaxt wäre schon ganz nett. Bolzen kaufen wir ja auch noch. Oh, dass diese Bolzen plus eins, dass die schon so teuer sind, aber naja. Gewitterbolzen. Heilige, das kostet einiges. Ja, naja, so ist das. Die gefangene Zuhörerschaft. Unsichtbarkeitsring. Oh. Sehr nett, aber sehr teuer. Naja, da werden wir mal sehen. Okay, ich kaufe erstmal hier eine. Naja, Streitaxt ist jetzt auch nicht wirklich so teuer. Pflegel. Ich meine, ich will ihn ja schon mit guten Waffen ausrüsten. Kurzbogen durch.
Ah, ich weiß nicht. Ich kaufe mir jetzt erstmal das hier. Streitaxt. Jetzt ist er leicht überladen. Und... Achso, ansonsten noch ein paar Bolzen dann wahrscheinlich. Bastardschwert, Krummsäbel. Und zwar die hier. So, kaufen wir mal. Ich meine, man muss dem Spiel zugute halten, die Munition, die kostet hier so gut wie überhaupt nichts. So, er hier. Sie. Jetzt will ich hier nochmal kurz durchsehen. Kugeln, Kettenhemd. Ach ja. Schriftrollen gibt es hier auch noch einige. Heiltränke. Der Preis geht ja sogar. Vielleicht sollten wir da welche mitnehmen. Versetzungsumhang. Sehr interessant alles. Auch wenn es sehr teuer ist. Schleuder. Ich glaube, sie könnte vielleicht noch eine Schleuder gebrauchen, oder? Wie ist denn das? Sie hatte, glaube ich, auf... Hier... Nee, sie hatte nur Krummsäbel, Dolch und Kampfstab. Zweiniger Kampfstil, genau, darauf haben wir sie gelevelt. Na gut. Okay. So, ich will hier nochmal die Munition überprüfen. Kugeln. Naja, es wäre schon ganz nett, wenn hier Yahera, wenn die vielleicht nochmal eine Fernkampfwaffe hätte. Er hier ist soweit ausgerüstet. Ja, Pfeile hat er mehr als genug. Gut, sie könnte vielleicht noch ein paar Kugeln gebrauchen. Pfeile haben wir hier auch noch. Ja, er bräuchte vielleicht auch noch mal ein paar Bolzen. Ach, er hat ja auch einen Kompositlangbogen. Dann gebe ich ihm lieber noch mal ein paar Pfeile rüber. Genau. Und er hier, dem geben wir mal die Waffe. Schild hat er. Es ist minimal überladen. Aber ansonsten... Habe ich dem jetzt... Ne, Bolzen ist alles richtig. Okay, er hat ein paar Bolzen. Ihm kaufe ich noch ein paar Bolzen. Und ihr ein paar Kugeln. Ja, genau, das machen wir mal. Wie wär's mit einem Whisky? So, nochmal kaufen. Und zwar... Er braucht jetzt was. Irgendjemand braucht Bolzen und der andere braucht Kugeln. So, ich glaube, ihm können wir ein paar Bolzen kaufen. So, die hier. Einmal das hier kaufen. Und ich glaube... Was sind die Kugeln? Kugeln. So, kaufen. Genau. Und ihr könnten wir... Naja, eine Schleuder kann man da auch noch kaufen. Warum nicht? Aus Prinzip. Kugeln plus zwei. Mhm. Okay. Ja, ansonsten die Edelsteine. Soll ich die jetzt auch direkt hier verkaufen? Ich weiß es nicht. So, Kugeln. Schleuder. Kampfstab und Keule. Und sie war ja Kampfstab, Schleuder, Keule. Ups. Ich wollte auf das Inventar. Fernkampfwaffe ist zumindest ganz interessant. Ah, jetzt haben wir hier zwei Kampfstäbe. Wenn ich die mal irgendwo und noch eine Keule. Wenn ich die mal irgendwo verkaufen könnte. Magiewiderstandstrank. Ja, ansonsten sind sie eigentlich ganz gut ausgerüstet hier. Passt fürs Erste. Okay. Ein Zimmer und zwar wie die Edelmänner. Hausen wir hier mal. Ach ja. Schön. Gut, da hätten wir uns auch mal ausgeruht. Und... Tja, ich glaube... Warte, Behälter öffnen. Ja, ich glaube, wir sollten mal die Steine hier verkaufen. Sonst zeige ich die weiter hier mit mir herum. Bücher werden wir ja hier nicht los.
Was auch immer ich mit denen machen soll. So. Edelsteine. Und da können wir Sonnensteine haben wir 2. Ich werde es bestimmt bereuen, wenn ich die alle verkaufe. Türkis, Luchsauge, das hier, das hier, das hier. Goldring. Ups, achso, kann ich ja so. Ein Ring, ja, steht auch sonst nichts mehr dabei. Müssen jetzt auch alle 3 hier sein, ne? Ja. Blaustein, Halskette. So, alle auf einmal. Silberring. Alle. Onyxring. Ja. Mondstein. Grünsteinring. Regenbogen, Obsidian-Halskette. Sie können von beliebiger Länge sein und sind oft mit Edelstein verziert. Na schön. Ich meine, manche Gegenstände haben ja noch irgendwie magische Fähigkeiten, sowas. Behalten wir dann natürlich, aber den Rest, naja, können wir verkaufen. Jadering. Diamant bringt ganze 500 ein. Der Diamant ist ein harter, klarer Edelstein, der hellblau, weiß, tiefblau, gelb oder rot gefärbt sein kann. Der Diamant ist der härteste Edelstein überhaupt und auch einer der wertvollsten. Diamanten werden in der Regel in den Bergen des Nordens von unterirdischen lebenden Rassen abgebaut und an die Oberflächenbewohner verkauft. Das bringt schon einiges ein. So, die beiden Ringe behalte ich jetzt erstmal. Den verkaufen wir. Blutring, Koralle, Engelshautring. Das hört sich auch herrlich an. So. Okay, das würde über 1000 bringen. 1225 Goldstücke. Das ist schon nicht schlecht. Ich weiß natürlich jetzt nicht, ob es irgendwie andere Händler gibt, die uns da mehr zahlen würden. Aber ich glaube, irgendwie bei dem Diamanten 500 ist da schon das Maximum. Ist schon mal nicht schlecht. So, verkauft. Achso, haben wir hier noch welche? Na, die können auch weg. Und der da. Wow, Leute. Jetzt haben wir aber gut Geld hier gemacht. Das kann sich sehen lassen. Das werde ich hoffentlich nicht bereuen, dass ich die jetzt alle verkauft habe. Aber ich meine, naja, bei 5000 Goldstücken. Ich spreche mit euch, wenn ihr wollt. Die habe ich gerne dabei. So, ich sehe mich jetzt hier nochmal um. Oh, Bürgerin, okay. Es ist ein gutes Jahr für Kabeljau. Heute Abend kriegen meine Buben. Ja, ja, das kennen wir auch schon. Da ist irgendwie noch ein Bürger. Der redet mit Fischen. Da ist nichts drin. So, hier drüben. Ist da noch jemand? Eine Bürgerin. Es ist so aufregend, dass sie das Schiff von Balduran gefunden haben. Es war der Held, der Baldurs Tor gegründet hat, wisst ihr? Eines Tages segelte er davon und kam nie wieder zurück. Das haben wir jetzt auch schon erfahren. Baldurans letzte Reise. Genau, haben wir einige Gerüchte gehört. Sehr interessant. Erfahren wir hier auch ein bisschen mehr über Baldurs Tor. Und die ganze Geschichte eben. Ja, das war's hier eigentlich auch. Dann können wir eigentlich auch wieder gehen. Also, bei dem Kerl hier, wie hieß er? Der Galkin hier. Also, zu dem kehre ich dann nochmal zurück. Spricht wohl nichts dagegen. Dass wir ihm das abkaufen. Ich meine, 900, das ist schon ganz ordentlich. Aber wenn wir da viele Schätze finden, dann könnte sich das schon lohnen. Genau, es ist eben noch die Sache hier, die Panzer hier, die müssen wir noch verkaufen. Und die hat uns ja bisher nur der Schmied abgekauft. So, ein paar Kugeln hier rein. Und ach so, eine Rüstung. Na gut, aber die sind soweit ausgerüstet. Handschuhe haben wir bisher irgendwie auch noch gar keine gefunden. Gürtel der Umwandlung. Ja, bei den Ringen hier, da muss ich auch nochmal gucken, was die denn machen. Okay. Jetzt ist die Frage. Wir haben hier, glaube ich, noch ein paar Häuser. Ich sehe mich hier nochmal um. Verschlossen. So viel dazu. Natürlich. Sind vielleicht am Tag offen. Wer weiß. Mit wem müssten wir denn hier reden, wenn wir diese Reise antreten wollen? Das würde ich mich jetzt fragen. Bürger, Bürgerin, Bürgerin. Vielleicht müssen wir hier wirklich nochmal am Tag vorbeisehen.
Ich meine, wir haben ja mehr als genug zu erledigen. Hier ist jetzt auch nichts mehr. Schön. Kargein. Ja, was wir jetzt mit Kargein machen, das wüsste ich immer noch gerne. Okay, ich will nochmal das schon nahe sehen. Ike organisiert Führung durch Durlaks Turm. Ich weiß nicht, wo sie ist. Das ist jetzt die Frage. Können wir nochmal, können wir überhaupt... Ja, wir können hier nochmal ruhen. So, jetzt ist Tag. Finden wir jetzt hier nochmal jemanden? Huhn. Viele Bürger. Noch ein Bürger. Kommen wir da rein? Immer noch alles verschlossen. Junge. Mutter sagt, dass Abenteuer unfähig sind. Ja, 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 das haben wir schon gehört. Bürger. Wir gehen nochmal hier lang. Aus Prinzip. Ein Bürger. Scheußlicher Tag heute. Ich glaube, ich habe die sunische horizontale Tanzkrankheit von Mistress Mallory. Was hat es damit auf sich? Ups. Meine Mama sagt, dass sogenannte Helden nur Diebe, Mörder, Vergewaltiger, Plünderer, Kobold-Schänder, schlechte Köche, der Abschaum der Gesellschaft, Hundesöhne, korrupte Lügner, Tyrannen, schmierige Versager und überhaupt wertlose Gesellen sind. Also langsam sind mir hier die Frauen unsympathisch. Mama hat mal gesagt, wenn du ein Abenteurer wirst, ist das der Beweis, dass deine Mama und dein Papa auch Bruder und Schwester sind. Das sind echt ziemliche Anschuldigungen hier. Spricht wohl nichts. Und selbst wenn! Und selbst wenn! Sowas muss ich mir nicht anhören, Leute. Fangen die hier auch schon mit dem Inzest an. Nicht, dass ich damit ein Problem hätte. Ja, wo gehen wir denn jetzt hin? Ich würde jetzt gerne mal wissen, wo die... Da ist ein Fisch gewesen. Wo die Icke ist. Ich habe jetzt hier diese Kürbisse. War das irgendwie auch verschlossen? Gucken wir mal nach. Ob wir hier so eine Reise buchen können. Ah ja, da geht's noch rein. Wunderschön. Tirella. Spricht wohl nichts dagegen. Na gut. Seh mich hier mal um. Da haben wir natürlich nichts. Oder ein wenig Geld. Was gibt's neu? Seid gegrüßt, Abenteurer. Ihr müsst mich entschuldigen, wenn ich heute kein heiteres Wort über die Lippen bringe. Meine Familie hat einen Verlust zu beklagen. Sorgt euch nicht, gnädige Frau. Können wir irgendetwas tun, um euch zu helfen? Tja, eure läppischen Probleme kümmern mich nicht. Sehr einfühlsam. Es sei denn, ihr wollt nach meinem verlorenen Sohn suchen, sonst nichts. Erzählt uns die Geschichte, vielleicht können wir helfen. Ich habe, oder vielleicht sollte ich sagen, ich hatte einen Sohn namens Delton. Er schloss sich einer Gruppe von Abenteurern aus Tiefwasser an. Delton war so besessen von der Idee, ein Held zu sein, doch er hatte weder die Intelligenz noch die Fähigkeiten dazu. Doch das Schicksal einer Mutter, sie muss dabei zusehen, wie ihre Kinder große Dummheit begehen, trotz ihrer Warnungen und Bedenken. Mein armer Junge trieb diese Dummheit auf die Spitze. Er und seine dummschädligen Kohorten nahmen es auf sich, die Tiefen von Durlaks Turm zu erforschen. Sie kauften einen Schlüsselstein von diesem Gauner Galken und machten sich auf den Weg, wie ich auch bettelte und flehte. Delton bestand darauf, mitzugehen. Die Gruppe kam nie zurück. Ich fürchte, dass sie den Konstruktionen des verrückten Zwerges zum Opfer gefallen sind. Also die haben auch diesen Schlüsselstein von Galken gekauft. Das kann ich jetzt daraus schließen. Ich meine, er wird jetzt hier auch als Gauner bezeichnet, dass dieser Schlüsselstein einfach nur wertlos ist und wir mit dem nicht wirklich was anfangen können, weil in dem Fall würde ich den natürlich nicht mehr kaufen, versteht sich. Kann ich das daraus jetzt wirklich schließen? Ich meine, warum sollte der mehrere davon haben? Also gehe ich jetzt mal davon aus, dass Schlüsselstein von diesem Gauner macht sich auf den Weg. Seid beruhigt, Frau. Wir werden euren Sohn finden, falls er noch lebt. Er hat sein Schicksal verdient. Tja, naja, werden wir ihn sehen. Vielen Dank, solche Güte von Fremden in diesem harten Leben. Vielen Dank, solche Güte von Fremden ist in diesem harten Leben ungewöhnlich. Ich werde kein Auge zutun, bis Delton zurückkehrt.
Na schön. Achso, Terellas verschollener Sohn. Jetzt müssen wir nur noch irgendwie zu dem Turm kommen. Okay, hat eine Frau namens Trella gebeten, ihren verschwundenen Sohn in Durlaks Turm zu suchen. Habt ihr nichts Besseres zu tun? Eventuell. Spricht wohl nichts dagegen. Ein Buch. Die Geschichte von den Glocken der Tiefe. Tja. Achso. Hier können wir auch nochmal nachsehen. Eindeutig. Das kümmert mich nicht. Sprich wenn ich direkt wieder dagegen verkaufen kann. Städte sind immer so. Ach, er war ja noch hier. Jetzt geht's mich so was an, richtig? Oh Gott. Ja, wir können jetzt eigentlich mal seine Mission hier antreten. Ike, da haben wir sie ja. Achso, ich dachte, das wäre eine Frau. Tretet ruhig näher, Leute, und hört die Geschichte des Schreckens, der vor euch liegt. Kommt mit mir, dem außerordentlichen Abenteurer Ike Kaskadion Vendar, der eine neue Gruppe tapferer Seelen durch den Schlund der Gefahren in den Reichen führt. Wir werden zu Durlaks Turm gehen und dort Zeugen der Gefahren sein, die Hunderten von tapferen Männern und Frauen das Leben gekostet haben. Seht die Schrecken der verräterischen Fallen, fühlt die Anwesenheit der längst Verstorbenen, bestaunt die wunderbaren Reichtümer, die dort vergraben sind. Doch für ängstliche Naturen ist dies nicht geeignet. Ich werde keine Verantwortung übernehmen, wenn jemand am Herzversagen während oder nach unserem Ausflug stirbt. Kommt herbei, einer nach dem anderen. Ah, ihr gute Leute von edlem Blut, die ihr dem Schicksal den Fehdehandschuh entgegenwirft, kommt und werdet Zeugen der Extreme, durch die ein Mann sein Eigentum schützt. Ich mache euch einen Sonderpreis von 60 Goldmünzen für eure ganze Gruppe. Nicht, dass ihr es nötig hättet. Wir haben kein Interesse an eurem Abenteuerausflug. Wann geht's los? Abgemacht. Tja, das füllt meine Quote für diese Führung. Los geht's, denkt daran, eure Lieben einen Abschiedskuss zu geben, denn vielleicht werdet ihr sie niemals wiedersehen. Wir treffen uns am Fuß des Turms. Ohne mich würdet ihr garantiert getötet werden, doch fürchtet euch nicht. Nur ich kann jene Räume betreten, die andere aus Angst meiden. Na schön. So. Führung. Haben wir hier. Ich habe einen Burschen namens Icke getroffen, der Führung durch Durlaks Turm anbietet. Sieht ganz so aus, als wenn sie eine Art Touristenattraktion aus der alten Todesfalle gemacht hätten. Ich will die Tour auch mitmachen und sollte Icke so schnell wie möglich am Turm treffen. Da wird schon nichts passieren. Sie würden ja keine Leute reinlassen, wenn es noch gefährlich wäre. Ich glaube ja nicht. Also, das kann ziemlich gefährlich werden. Und wo soll das jetzt sein? Naja, müssen wir mal sehen. Achso, Karte wurde aktualisiert. Weltkarte. Oh, Durlaks, der ist ja hier unten. Das ist aber ein gutes Stück entfernt. Na gut. Hätten wir das auch gesehen. Und jetzt muss ich mal kurz überlegen. Ich brauche mal kurz wieder einen Überblick hier. Sonst bin ich ein wenig durcheinander. Also wir werden auf jeden Fall zum Turm gehen. Da haben wir ja unzählige Missionen, die wir da erledigen können. Hier der vermisste Sohn. Okay. Der einsame Gelehrte. Das will ich auch noch machen. Aber das können wir wahrscheinlich sowieso erst später erledigen. Die Rettung. Ah ja. Knollfestung westlich von Neschkel gefangen gehalten. Ja, das müssen wir eigentlich auch noch machen. Hurgan Steinkling bat mich, in Durlaks Turm einzudringen und den verzauberten Seelenräuber durchzusuchen. Ja, wenn wir den finden, bringen wir das auch noch mit. Kaga ins Auftrag, ja, keine Ahnung, wo wir danach suchen sollen. Durlaks Turm. Fenrus. Ja, das haben wir jetzt auch. Baldurans letzte Reise. Auf der Jagd nach Ankeks. Aha. Beim Standort an ihrer Seite aus kann ich sie ausschwärmen sehen. Sie dringen ungefähr 45 Meter links von uns an die Oberfläche. Gerde hat mich jedoch angewiesen, nicht mehr als 4 von ihnen zu töten. Auf der Jagd nach Ankeks. Ja, ist das jetzt irgendwie eine dauerhaft offene Mission? Können wir nochmal mit dem reden? Ich weiß es ja nicht. Kapitel 1. Genau, da hatten wir auch noch irgendwelche Ruinen. Ja, ach, den Umhang. Mit Abwarten und Tee trinken werden wir auch nicht reicher. Der Mörder Basilus. Den will ich mir auch noch vorknüpfen. So. Also da haben wir noch wirklich mehr als genug. Achso, und den. Wo ist denn unser. Unser Kollege. Ach, der ist da hinten. Ach, der ist ja auch überladen.
Also eigentlich müsste ich jetzt erstmal diese ganzen Panzer hier verkaufen. Der hat noch zwei dabei. Die bringen schon ganz gutes Geld ein. Dann mache ich jetzt, glaube ich, erstmal Folgendes. Ja, ist jetzt ein bisschen ärgerlich, dass ich die hier nirgendwo verkaufen kann. Spricht wohl nichts dagegen. Dann reise ich nochmal mit den Leuten hier los. Und hoffe mal, dass wir hier gut vorankommen. So. Dolaks Turm. Ach, den können wir dann wirklich nur von hier aus dann wahrscheinlich erreichen, oder? Scheint so. Barrel Ghost, da will ich jetzt eigentlich erstmal hin. Hohe Hecke. So, ist eine ganz schön lange Reise. Machen wir das mal. Und da sind wir schon. Ein Tag und 16 Stunden. Ja, ja. Pause kommt später. Wir werden uns danach ausruhen. Erstmal müssen wir nämlich hier lang. Machen wir ja gleich. Im Wirtshaus. Aber erstmal will ich hier Sachen verkaufen. Ich meine, jetzt haben wir ja auch ganz gut Geld angespart. Kargan. Ja. Jetzt haben wir wieder so viele Leute dabei, aber Kargan, ist schon nicht schlecht. Von den Lebenspunkten her zumindest. So, ich will jetzt nochmal zum Schmied. Ja. Bis auch der letzte hier ist. Und zwar, ja, er ist überladen. Er braucht wohl noch einen Moment. Und danach sehen wir mal. Ikonia. Oder wir könnten eben erstmal sehen, dass wir Minsks Auftrag erledigen. Ist eben die Frage, wie lange das dauert. Jetzt geht's mich was an, richtig? Okay. Wo ist der Schmied? Sind die irgendwie nicht da, weil es gerade Nacht ist, oder? Ach, Mann. Jetzt geht's mich was an, richtig? Ach, Mann, Leute. Ich will doch nur meine Gegenstände verkaufen. So. Ich diene der flammenden Faust. Oh. Auf, ihr Vagabunden. Sucht euch ein Wirtshaus wie respektable Bürger oder schlagt euer Lager außerhalb der Stadt auf. Ach, Mann. Jetzt geht's mich was an, richtig? Die Leute hier haben noch Ansprüche. Ah, steht sogar Barrel Ghost. Okay. Dann kommt der da nicht auch noch an? Ja. Dann werden wir hier erstmal schlafen. Und gucken dann mal weiter. Und da kommt der angelaufen. Falls wir hier überhaupt reinkommen. Jetzt geht's mich was an, richtig? Okay. Und zwar einmal hier mieten. So. Ich will euch Schafsköpfe ja nicht hetzen, aber ich muss eine Karawane finden. Beeilt euch. Ja, ich weiß auch nicht mal genau, wo wir da suchen sollen. Wird sofort erledigt, Chef. Und zwar gehen wir nochmal hier rein. Hoffentlich ist beim Schmied jemand. Ja, gehindert, verlangsamt. Oh, hey. Aber das Geld kann ich mir einfach nicht durch die Lappen gehen lassen. Dann haben wir Schmiede. Ja, da kommt er angelaufen. Jetzt. Ja, da sind wieder welche. Mich was an, richtig? Sprich, einmal hierhin. Ein klitzekleines bisschen mehr kann ich alles machen, was ihr. So, wir haben kein Interesse. Könnt ihr uns zeigen, was ihr zu verkaufen habt? Ihr habt soeben einen Ankick-Panzer erworben, mein Herr. Ja, machen wir das mal. So. Kann er wieder teuer weiterverkaufen? Oder erst verarbeiten, dann verkaufen?
Wir haben noch einen dabei. Und wir haben noch einen dabei. So. Okay, ich glaube, das war's. Mehr haben wir nicht dabei gehabt. Nö. Sehr gut. Was hat er denn jetzt hier so zum Anbieten? Prunkanharnisch. Schattenrüstung. Ein wenig teuer. Okay, Lederrüstung, Kettenhemd. Ich sehe da mal durch, aber ob mich da irgendwas auf den ersten Blick anspricht, jetzt nicht wirklich. Oh, diese ganzen Bücher hier. Schriftrollenbehälter. Ach, der Dolch, ja. Der bringt auch so gut wie nichts, also sowas kann ich dann eigentlich liegen lassen. Keule. Ja, Keule. Räuberskalp, die können wir hier auch nicht verkaufen. Wo werde ich die denn los? So, das war's eigentlich mit denen hier. Achso, hatten die... Mich was an, richtig? Was war das hier? Da konnte man noch Sachen identifizieren. Habe ich die Sachen... Ich glaube, die waren noch im Edelsteinbeutel drin, oder? Hier konnten wir auch Sachen identifizieren. Wurfpfeil. Ja. Den Stab kann er aber nicht identifizieren. Schade. Den Pfeil hier könnte er identifizieren. Ich will mal diese Ringe hier. So, Behälter öffnen. In den Rucksack. Jetzt habe ich, glaube ich, keinen Platz mehr. Doch, einen Platz habe ich noch. In den Rucksack. So, wie viel kostet uns das? Ach, den kann er gar nicht identifizieren. Ja, das ist ja schön. Wurfpfeil, Wurfpfeil. Ich meine, das ist nur ein stinknormaler Pfeil. Ja. So. Hat uns jetzt aber auch nichts Sonderliches gebracht, oder? Eigenschaften, Schadensbonus, Schusswaffe, Bogen. Ja. Okay. Ja, das wäre bei den Ringen ein bisschen sinnvoller wahrscheinlich gewesen. Hat jetzt 100 Goldmünzen gekostet, ist jetzt nicht gerade wenig, aber damit kann ich jetzt leben. Ich meine, wir haben jetzt schon ganz gut Geld gemacht. Wird sofort erledigt, Chef. In letzter Zeit. Wird sofort erledigt, Chef. Okay, jetzt interessiert mich nochmal... Ach du Heilige. Kagans Auftrag. Führung, genau. Dulax-Turm, das machen wir auf jeden Fall. Da haben wir ja mehr als genug zu tun. Kagans Auftrag, der Seelenräuber durch. Rettung. Achso, das war das hier. So. Ihm bei der Rettung einer Freundin zu helfen. Sie wird in einer Gnollfestung westlich von Neshkel gefangen gehalten. Der gemeinsame Gelehrte. Und so weiter und so fort. Habt ihr nichts Besseres zu tun? Da muss ich mal kurz auf die Karte sehen. Gnollfestung. Die wäre hier. Ja, da könnten wir eigentlich mal gucken, ob wir die von Neshkel aus direkt mal aufsuchen wollen. Ich weiß eben nicht, wie stark die sind. Das wäre eben die nächste Frage. Aber dass wir das zumindest mal erledigen. Sonst haben wir hier so viele offene Missionen. Genau, hier will ich ja sowieso nochmal zurück. Oder beziehungsweise... Ulgots Bart. Also, ja, doch, eigentlich will ich da noch zurück. Da haben wir noch ein paar Sachen zu erledigen. Ich kann mich da nur nie entscheiden. Hohe Hecke, da weiß ich auch nicht. Tempel, da konnte man auch noch irgendwas finden. Soweit, so gut alles. Ich glaube, ich würde nochmal nach Neshkel reisen. Dann vielleicht mal sehen, ob wir zur Gnollfestung kommen. Das würde mich jetzt irgendwie gerade ansprechen. Ich weiß nicht, warum genau jetzt das, aber... Wäre zumindest ganz interessant. Ja, und wegen Kargain, keine Ahnung. Was wir mit dem noch machen. Was kann ich denn jetzt eigentlich noch so alles mit mir herumtragen? Also sie ist jetzt schon ziemlich gefüllt hier. In diesen ganzen Büchern. Also diese Bücher, die muss ich ja wohl irgendwo loswerden können. Hier haben wir diese Keule. Also, die beiden haben eben echt die Vorteile, die können relativ viel tragen. Gerade Minsk. Der kann echt unzählige Sachen tragen. Das kommt mir schon sehr entgegen. Ach, die Skalpe haben wir auch noch. Tja.
Okay. Sofort erledigt, Chip. Wir reisen mal weiter. Und zwar Nashkel. Ups. Ich hab daneben geklickt. Wer will noch mal, wer hat noch nicht? Ihr habt eingewilligt, mir bei meiner Angelegenheit zu helfen, doch nun brecht ihr euer Wort, indem ihr nichts tut. Das lasse ich mit mir nicht gefallen. Spürt den Zorn von... Was? Das ist dein Ernst? Wir sind doch gerade auf dem Weg dahin. Ich schwöre es. Wir sind doch gerade auf dem Weg zur Gnollfestung. Warum attackiert er uns denn? Wow. Die bringen den jetzt einfach um. Tja. Das ist ein bisschen blöd gelaufen, würde ich sagen. Ich werde nochmal neu laden. Können wir dem eigentlich seinen Hamster abnehmen? Das sind die wichtigen Fragen. Ich glaube nicht. Das ist ja traurig. Tja. Was machen wir denn jetzt? So, habe ich jetzt hier schon die ganzen Sachen verkauft? Ja. Okay. Habt ihr nichts Besseres? Spricht wohl nichts dagegen. Den haben wir wohl ein bisschen zu lange hingehalten, oder? Wird sofort erledigt, Chef. Dann hätte ich vielleicht den Zwerg hier auch nochmal zurücklassen sollen. Ja, das, jetzt ist die Frage, kriegen wir den noch irgendwie dahin? Ich meine, ich muss jetzt über Nashkel. Hier nach Nashkel und dann zur Gnollfestung. Wenn uns jedes Mal... Der greift uns jetzt jedes Mal an. Och, Mann. Oh, das ist ja richtig eklig. Na gut, er hatte uns ja schon ein paar Mal darauf aufmerksam gemacht. Ich hätte trotzdem nicht gedacht, dass er uns jetzt direkt angreift. Ich meine, der hätte uns ja auch einfach, keine Ahnung, verlassen können oder so. Naja, ich meine, das bringt mir jetzt nichts, wenn ich den Typen einfach umbringe. Tja. Das ist ein bisschen ungünstig, würde ich sagen. Achso, Stufe erhöhen. Streitkolbenschleuder. Kampfstil mit 2 Waffen. Streitkolben. Morgenstern. Keule. Kriegshammer. Ja, Schleuder ist ganz nett. Können wir es aber auch nicht weiter erhöhen. Kampfstil mit Waffe und Schild. Ja, finde ich eigentlich immer ganz praktisch. Ich weiß es nicht, ob für sie irgendwie Kampfstil mit 2 Waffen das irgendwie besser für sie funktioniert. Boah, ich habe keine Ahnung. Achso, Charakterinformationen haben wir hier auch noch. Naja, bleiben wir mal dabei. Genau. Tja, ich glaube, mit ihm haben wir es uns ein wenig verscherzt. Ich weiß es auch nicht. Also irgendwie können wir den jetzt auch nicht wieder umstimmen, oder? Mann, das ist ja richtig eklig. Wird sofort erledigt, Chef. Was machen wir denn jetzt mit ihm? Spricht wohl nichts dagegen. Besonders wer von denen ist er überhaupt? Der hier. Dann bringen wir die Sache mal ins Rollen. Wird sofort erledigt, Chef. Ich meine, reden kann ich mit dem ja. Können wir mit dem irgendwie reden? Anscheinend ja nicht. Komischer Hamster. Tja, was machen wir jetzt mit dem? Wir könnten den hier mal zurücklassen. Und dann vielleicht wieder mitnehmen. Ich glaube jetzt nicht, dass das irgendwas bringt. Gruppe neu formieren. Tschüss. Verschwinde. Ich bin zutiefst betrübt darüber, dass ihr Boo und Miss wegschicken wollt. Wenn ihr mal wieder einen starken Mann mit einer kräftigen Klinge braucht, dann meldet euch nur bei mir. Okay. Wird sofort erledigt, Chef. Das wird jetzt aber nicht irgendwie resettet. Also, ich meine, dass er uns wieder angreift. Jetzt geht's mich was an, richtig? Nehmen wir mal wieder mit. So, das Böse soll sich vorsehen. Und er kommt wieder mit. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das irgendwas bringt, aber hey. Jetzt geht's. Einen Versuch ist es wert. Allemal. Es kann doch nicht wahr sein, gerade jetzt, wo ich mich auf den Weg machen will, greift er uns an. Ich bin enttäuscht. Nein! Verflucht!
Ja, fantastisch. So. Tja, ich, Jetzt geht's mich was an, richtig? Jetzt geht's mich was an, richtig? Wird sofort erledigt, Chef. Dann kriege ich den ja gar nicht mehr aus dem Ort hier raus. Boah, nee, also ich glaube, ich krieg das. Ich krieg das wahrscheinlich nicht mehr richtig hin. Dann sollten wir. Kargan. Dann sollten wir Kargan vielleicht hier auch nochmal zurücklassen, dass ich nicht die ganze Zeit mit ihm umherreise. Ja, entschuldigt, Leute, ich wusste nicht, dass wir die. Dass sie sich gegen uns stellen können. Ich meine, die Charaktere, die hatten ja schon mal zwischendurch geklagt, dass wir die so weit rauszögern. Aber ich wusste eben nicht, dass die uns dann sogar attackieren. Kann ich ja jetzt auch nicht wissen. Wie gesagt, das ist ja mein erster Spieldurchlauf. Wusste ich eben nicht. Ja, keine Ahnung. Was wir da jetzt am besten machen. Lässt sich anscheinend auch nicht richtig. Ich speichere hier nochmal. Und zwar, was war das letzte? Ich glaube, habe ich irgendwie nur drei genannt. Ja, drei. Dann machen wir das mal. So. Okay. Nochmal ein komplett neuer Spielstand. Tja. Ja, ich weiß nicht. Dann kann ich Kargan vielleicht nochmal hier zurücklassen und dann machen wir erstmal die anderen Sachen weiter. Bei Kargan, ja, weiß ich eben auch nicht. Spricht wohl nichts dagegen. Wo wir da die Karawanne finden. So, aber wenn ich den jetzt hier nochmal mitnehme. Jetzt geht's mich was an, richtig? Bringt uns das ja auch nicht mehr so viel. Dass wir uns aber gerade da angreifen, das ist genau hier, das ist echt ein unglücklicher Zufall. Naja, ich glaube, da kommen wir nicht weit. Neshkel. Mine von Neshkel, das wäre dann die Hauptmission. Ugots Bad, da wollte ich auch nochmal gucken. Tolaks Turm. Kommen wir da auch nur hin, nachdem wir beim Tempel waren? Keine Ahnung. Oh Mann, ey, das ist doch nicht... Wird sofort erledigt. Jetzt geht's mich was an, richtig? Der ist jetzt einfach erstmal... Ja, der attackiert uns einfach. Das ist ja echt ein verrückter Geselle. Ah, okay. Die Soldaten draußen kümmern sich jetzt drum. Und jetzt ist er hier. Das war's mit ihm. Mann, dafür hatten wir ja nicht mal Erfahrungspunkte. Nee, da müssen wir den zurücklassen. Wird sofort erledigt, Chef. Tja, Kargan. Wird sofort erledigt, Chef. Boah, das ist ja echt ärgerlich. Besonders, weil die anderen Charaktere einfach überhaupt nichts tragen können. Ja. Ja, noch ein wenig. Ich will ihn eben auch nicht so weit ausreizen, das ist so die Sache. Ich meine, also theoretisch könnten wir ihn ja wahrscheinlich, also den Minsk, könnten wir den hier zurücklassen und die Mission trotzdem erledigen? Und dann wieder zu ihm gehen? Könnte funktionieren. Wäre irgendwie komisch, aber könnte funktionieren. Ach man, ich weiß es nicht. Das ist echt richtig ärgerlich. Ich weiß, er hat jetzt auch noch die andere Ausrüstung dabei, aber dabei belasse ich es jetzt erstmal. Boah, ich habe keine Ahnung, wie wir das jetzt am besten regeln. So, kann ich denn jetzt von hier aus... Ui, Bürger. Schnell fliehen. Ah, da kommen wir hin.